Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal und zum neuen Monatsrückblick. Es geht jetzt um den Monat Juni und im letzten Monatsrückblick habe ich nur davon gesprochen, dass es nicht schlimm ist, weil man nicht viel liest und dass jeder halt in seinem Tempo liest. Und diesen Monat bin ich wirklich etwas enttäuscht von mir selbst irgendwie, weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe in diesem Monat dieses Pick My Sub gemacht mit der Nina vom Kanal Satzzeichen Chaos. Und sie hat mir 3 Bücher ausgesucht und ich habe 3,5 Bücher gelesen und ja, ich weiß nicht genau, was los war. Es ist jetzt gerade Semesterende, also Schulende bei uns, darum schaue ich vielleicht auch noch ein bisschen fertig aus, weil wir haben das gestern ein bisschen gefeiert. Und ja, wie gesagt, es sind eigentlich nur 3,5 Bücher, das heißt, ich störe euch heute 4 Bücher vor diesem Monat. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich. Das erste Buch, das ich diesen Monat gelesen habe, ist Die Wespenfabrik von Ian Banks. Das ist eins der Bücher, die die Nina für mich ausgesucht hat. Und ich muss sagen, ich habe im Vorhinein schon gesagt, ich denke, es wird mir gefallen, weil ich habe es von Benjamin gekriegt. Und ich muss sagen, es hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist ein bisschen sehr schräg, gerade der Schluss. Ja, ich denke, man braucht es vielleicht einfach nur, um uhuhu nur zu machen und es deckt natürlich einiges auf. Ich persönlich hätte diesen Schluss vielleicht nicht unbedingt braucht, finde es aber, wie es geschrieben ist und die Charaktere und du ist sehr spannend. Das erinnert mich ein bisschen an, an so ein bisschen eine abgefuckte Version von Das Herz des Charlie Berg. Einfach durch die sehr eigenwilligen Charaktere, die vorkommen und so. Und ja, ich kann nicht genau sagen, wem ich dieses Buch jetzt empfehlen würde. Weil es doch sehr speziell ist. Also Menschen, die vielleicht einmal sehr außergewöhnliche Charaktere und eine sehr crazy, derbe, manchmal ein bisschen abartige Story lesen wollen, sollten da zugreifen. Die ein oder anderen kennen den Ian Banks wahrscheinlich sowieso. Und ja, ich werde nur mehr von ihm lesen, denke ich. Ich habe mir aber jetzt generell einfach nur noch mehr von dieser Reihe bestellt. Das ist vom Milena Verlag. Ich weiß nicht, ob das jetzt fokussiert. Und diese Reihe heißt Exquisite Corpse, Schriften zu Ästhetik, Intermedialität und Moderne. Und da habe ich mir jetzt nur 2 weitere Bücher davon geholt und früher oder später werde ich sie lesen und euch natürlich vorstellen. Das zweite Buch, das ich gelesen habe, ist auch eins, das die Nina für mich ausgesucht hat, nämlich Ein Zimmer für sich allein von der Virginia Woolf. Und ich habe schon im Pick My Sub Video gesagt, dass ich mich heute ein bisschen mit der Autorin beschäftigt habe. Aber ich habe mich nun nicht wirklich mit diesem Werk beschäftigt. Und ich kann auch gar nicht mehr sagen, wie ich eigentlich auf die Virginia Woolf gekommen bin. Ich muss aber sagen, ich war sehr positiv überrascht. Ich habe nicht genau gewusst, was mir erwartet in dem Buch. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh Mann, das ist ja jetzt nur eben so ein Vortrag und keine wirkliche Geschichte und nichts Erzählerisches. Spätestens ob da, weiß ich nicht, was es war, 10. 20. Seite, war ja was sehr dabei. Es ist ein Buch, das mir sehr viel Spaß gemacht hat, für das ich aber trotzdem sehr lange gebraucht habe, weil es hat eigentlich nicht viele Seiten, schauen wir kurz, es hat eigentlich nur 160 Seiten und es war kein Durchkämpfen, weil ich finde, Durchkämpfen klingt irgendwie eher negativ, aber es hat trotzdem einfach sehr viel Aufmerksamkeit gebraucht, um es zu lesen und drum war es ein bisschen länger. Es ist feministischer, als ich gedacht hätte, gerade für die Zeit, in der das entstanden ist, in den 1920er Jahren. Hat die Virginia Woolf schon sehr gute Ansichten zu sehr wichtigen Themen gehabt. Und dieses Buch kann ich wirklich jedem empfehlen. Wie gesagt, es ist nicht so lang, es ist ein spannender Einblick in das Gehirn dieser Autorin, auch in diese Zeit, wie hat wer gedacht und ja, kann es sehr empfehlen, werde auf jeden Fall noch mehr von der Virginia Woolf lesen und finde, es ist ein sehr wichtiges und gutes Buch. Dann, weiß ich nicht, wie es passiert ist, aber ich habe da schon gemerkt, es wird knapp diesen Monat, dass ich auch noch das dritte Buch lese, das mir die Nina vorgeschlagen hat, habe aber dann trotzdem dazwischen ein anderes Buch gelesen, nämlich, und das wird jetzt schwierig, Anai, ich glaube, ich muss ihren Namen nur googeln, bevor ich da jetzt irgendwas sagen kann. Okay.
Ich habe jetzt kurz gegoogelt, wie man den Vornamen ausspricht und anscheinend, jetzt sind sie ein bisschen weit vorne, anscheinend sagt man Anais Nin und das Buch heißt Anais Nin et Grand Guignol, Guignol, Trafela wird mir jetzt wieder hassen. Ja, dieses Buch, es wird zu diesem Horrortheater, wer mich auf Instagram verfolgt hat, schon mitgekriegt, im Juli ein eigenes Video geben. Bis dahin werde ich ja wissen, wie man es ausspricht. Und ja, das Buch ist von Robert Levy. Es ist auf Englisch, es ist relativ dünn. Und wer die Autorin kennt, weiß, dass es von ihr sehr viele Tagebücher gibt. Tagebücher, die veröffentlicht worden sind, wo sie halt ihre Gefühle sehr gut beschreibt, wo sie aus ihrem Leben erzählt und so weiter. Und der Autor hat halt so ein fiktives, weiteres Tagebuch von ihr geschrieben. Ich habe die Tagebücher noch nicht gelesen, habe sie mir bestellt und habe jetzt dabei nur dieses Fiktive gelesen, weil ich mich eigentlich mehr mit diesem Horrortheater beschäftigen wollte und es nicht sehr viele Bücher dazu gibt und darum habe ich halt jetzt einfach mal diesen Fantasieroman dazu gelesen und ich finde, das war ein sehr guter Einstieg. Ich habe schon Ausschnitte aus den Tagebüchern gelesen und finde auch, dass dieser Fantasieroman sehr diesen Stil ein bisschen auffängt und ja, es ist eine etwas abgedrehte Geschichte, die ja sehr in den Fantastikbereich geht, also da drinnen passieren sehr außergewöhnliche Dinge und spiegeln so ein bisschen diesen Zauber des Horrortheaters wieder in diesem Gebäude, wo das halt spült und diese dunkle Seite, in die man da ganz schnell hineingezogen wird. Ich glaube, dass dieses Buch nicht für jeden was ist. Es ist teilweise schon ein bisschen unter Anführungszeichen trashig, ich will nicht diesen Trash haben, das heißt, es ist halt stellenweise einfach nicht gut. Und ja, war für mich als Einstieg in dieses Thema aber sehr gut, vor allem brauchen die anderen zwei Bücher, die ich bestellt habe, ein bisschen länger. Eins ist mittlerweile schon angekommen, also ich beginne jetzt mit den Vorbereitungen. Und ja, ich denke, dass ich zu diesem Buch vielleicht in dem Video über das Horrortheater, und ich sage jetzt immer nur Horrortheater, weil ich es nicht aussprechen kann, aber in diesem Video dazu werde ich vielleicht noch ein bisschen mehr zu diesem Buch sagen. Das waren jetzt die drei Bücher, die ich ganz gelesen habe. Wie seht ihr eigentlich, alle drei nicht besonders dick und jetzt keine sehr herausfordernde Lektüre, außer vielleicht ist es ein Zimmer für sich allein. Aber ich habe einfach ewig gebraucht. Ich habe nur eine Schularbeit gehabt, für die ich nicht gelernt habe. Also hat mir das eigentlich keine Zeit gekostet. Aber ich habe dann immer dieses schlechte Gewissen gehabt, dass ich eigentlich lernen sollte, aber lieber was anderes machen würde, aber dann auch nichts anderes gemacht hat, sondern einfach nichts gemacht habe. Das war irgendwie das Grundthema dieses Monat. Und ja, darum ist es nur das geworden. Ist halt einfach so, schauen wir mal, wie es im Juli wird. Aber ich habe jetzt auch mit dem dritten Buch angefangen, das mir die Nina empfohlen hat, das ich mir extra gekauft habe, nämlich mit Hex. Ein Horrorroman. Ich bin jetzt schon bei der Hälfte circa. Ich denke, dass heute auch noch viel weitergehen wird. Ich werde es aber jetzt im Juni nicht mehr schaffen, vermute ich. Das Buch ist vom Thomas Olde Heuwelt. Und was sehr witzig ist, ich habe es in der Arbeit dabei gehabt. Ich habe es natürlich nicht während meiner Arbeitszeit gelesen. Es ist halt zufällig neben mir gelegen. Und ein Vertreter des Heine Verlags ist zu mir gekommen, weil die kommen halt einfach manchmal vorbei uns ins Geschäft, um mit uns zu sprechen und habe mir einen Roman empfohlen, der heißt Echo und der ist von einem sehr tollen Autoren, nämlich dem Thomas Olde Heuwelt, der hat einen tollen Namen, nämlich vom Thomas Olde Heuwelt und der ist genial und ich will ihn auf jeden Fall bestehen und so weiter und so fort und ich habe einfach gerade dieses Buch neben mir liegen gehabt und der Vertreter hat auf jeden Fall gesagt, er findet Hex auch sehr gut, das neue Buch von dem Autoren soll aber anscheinend nur um einiges besser sein. Ich kann jetzt noch nicht so viel zu diesem Buch sagen. Was ich aber sagen kann, von was ich nicht so der Fan bin, ist teilweise von der Übersetzung. Erstens kommen da noch so Sachen vor, wie die Buben beschimpfen sich gegenseitig als Schwuchtel. Ich sehe es ein, dass das vielleicht in diesem Slang so ist. Das Buch ist aber aus dem Jahr 2013, glaube ich. Und selbst wenn der Autor das so geschrieben hat, finde ich, dass man da durchaus ein anderes, echtes Schimpfwort verwenden hätte können. Das kommt öfter schon vor, es hat mich schon mehr gestört. Und ein Satz war, sie kicherte unverhalten, irgendwie so. Nein, sie kicherte, irgendwas mit kicherte, aber komplett übertrieben. Und ich habe mir dann so gedacht, wenn ich kichert, also kichern ist doch immer so ein bisschen
Verhalten, oder? Wenn ich sowas komplett hemmungslos, sie kicherte hemmungslos. So, wie kichert die denn hemmungslos? Wenn ich hemmungslos kichere, dann ist das doch Lachen. So, also ich weiß nicht, natürlich i-Tüpfelchen reiten und es ist mir klar, dass das an der Übersetzung liegt und nicht am Autor. Aber das finde ich halt ein bisschen sad. War jetzt zwei, drei Mal eben das mit dem Schimpfwörtern und diesen Satz, das sind jetzt die, die ich mir gemerkt habe. Ja, aber ansonsten, von der Geschichte her und wie das Ganze aufgebaut wird, wirklich ein sehr, sehr guter Roman und Horrorroman. Und ich bin sehr froh, dass die Nina mich darauf gebracht hat, weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie sehr spurlos an mir vorbeigegangen. Und ich freu mich ja schon auf das nächste Buch von dem Autoren, das auf jeden Fall bei mir einziehen wird. Und ja, ich denke, ich werde es im nächsten Gelesen eben nur mal ansprechen, weil ich halt jetzt nur die Hälfte vor mir habe. Und dann kann ich euch auch sagen, wie sehr es mir gefallen hat. Aber zurzeit gefällt es mir sehr, sehr gut. Das war es jetzt für heute. Es ist wieder ein etwas kürzerer Lesemonat. Wir können vielleicht auch noch kurz einen Blick auf meinen Schreibtisch werfen. Ich habe nämlich da schon Bücher liegen, die ich mit ziemlich großer Sicherheit im Juli lesen werde. Und im August erwartet euch wieder ein Pick My Sub. Mit wem, sage ich jetzt aber noch nicht. Das seht ihr dann eh Ende Juli oder ich kündige das vorher schon auf Instagram an. Einmal schauen, da muss ich mir erst absprechen. Und ja, wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video und tschüss, baba, viel Spaß noch.